So, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, heute kümmern wir uns weiter um so Sachen, die wir noch nicht herstellen, zum Beispiel Stahlbeton und sowas. Und auch so ein bisschen um das neue, ja, um das neue, hier, wie heißt das Ding da hinten? Um das neue Weltraumlift-Update, genau. Ja, mal sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit, let's go. Da muss ich mal schauen, was wir da jetzt brauchen, was wir jetzt herstellen können. Ich glaube, ich werde das Ganze mal jetzt hier vors Lager verschieben. Jetzt gucken wir mal. Bringen wir mal einen Fabricator hier hin. Was brauche ich denn für Statuen? Da bauen wir einfach mal. Oder mal zwei. Leute, ich habe keine verstärkten Platten. So, und was brauchen wir noch? Draht. Ja, easy. Draht ist ja wirklich, also... Wenn wir kein Draht haben, was haben wir sonst? Ator. Fünf pro Minute. Und wir müssen dann... Ich versuche jetzt diese Rahmen da herzustellen, glaube ich. Jetzt noch einen Fabricator hinstellen. Ah, hier. Genau, die Dinger. Da brauche ich Kabel und Statoren. Okay. Ist mir jetzt auch egal, wie das hier aussieht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ganz egal, wie das hier aussieht. Wie viel produziert er jetzt? 2,5 pro Minute. Lol. Wieder 500 haben. Das dauert eine Weile. Er braucht 2,5 pro Minute Stator. Und wir stellen aber... Ja, okay. Also wir können das Ding auf 200% pimpen. 5 pro Minute. 100 Kabel pro Minute. Okay. Ja, das wird kabelintensiv. Sollten eigentlich beide gleichzeitig fertig werden, wenn hier alles klappt. Mal kurz dafür sorgen, dass wir hier beim Kabel überall schon MK2 haben. Damit das auch läuft, genauso wie beim Draht. Natürlich jetzt schade ein bisschen, dass meine ganzen Rahmen, die ich gerade produziere, also die ich beim letzten Mal im Prinzip angeleiert habe, mit der Fabrik da vorne, dass wir die jetzt produzieren, die werden jetzt alle gleich erstmal verschwendet für die Teile für den Lift. Quarzsand. Fehlt mir, um das zu bauen. Alter, das ist auch neu, ne? Das gab's vorher auch nicht. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, das gab's vorher auch nicht. Da hat eine Fensterwand ganz einfach Beton gekostet und nicht noch Quarzsand. Also, anscheinend ist Quarz jetzt so eine Nummer, auf die wir unbedingt aufsteigen sollten. Und Quarz finde ich da oben. Das finde ich da oben im Wald. Oh, scheiße, muss ich in den Wald. Das Ding ist, also ich könnte das natürlich auch stehen lassen, aber gerade diese kleinen Wellen, diese kleinen Steine, die behindern einen nachher wirklich hart im Bauen. Also wenn ich hier nachher irgendwas anfange zu bauen, muss ich sowieso wegmachen. Darum mache ich es jetzt weg. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. In dieser Höhle bin ich mir auch überhaupt nicht sicher. Wo wir hier wieder rauskommen, ey. Aber es sieht ganz gut aus. Warte mal, ich muss mal kurz nach... Ethereum scannen. Oh, lol. Na lang. Ey, wetten, das Katerium ist in der Höhle? Nicht Katerium. Quarz meine ich doch, Mann. Wisst, was ich meine. Ey, hundertprozentig kommt hier gleich irgend so eine dreckige Katze. Er sagt es noch und es miauzt. Wo kommen die her? Die waren gerade alle... Die war... Hä? Ich bin noch gerade an den Katzen vorbeigelaufen. Wo kommen die jetzt alle her? Wollt ihr mich eigentlich verarschen hier? Geh weg, Katze. Okay. Die konnte nicht viel, die Katze. Ich
bin doch da gerade lang gelaufen. Wo kommen die jetzt alle her? Okay, krass. Ich bin in einer Höhle. In einer riesigen Höhle. Ne, es ist... Ich hab's schon gesehen. Aber ich will mir noch die Schnecke da oben besorgen. Die Elektroschnecke. Schnecke, komm her. Unten schon wieder Hause, 1000 Katzen. Elektroschnecke? Kommen Sie bitte her, ich möchte sie einsammeln. Dankeschön. Katzenschlacht! Kommt her! Na los, komm. Ah, eine Katze tot. Los, ich will noch eine. Gleich zwei auf einmal. Ja, sehr gut. Bin Katzenkiller Nummer 1. Hier ist noch eine irgendwo. Ich höre sie doch. Ich höre sie doch, die Katze. Das ist ja verstrahlt. Ja, also muss tatsächlich... Ist wahrscheinlich das Quarz oben. Voll. Ich dachte in der Höhle. Was hältst du aus? Ey, gibt's ja gar nicht. Mega Katze. Zu heftige Katze. Okay, ich weiß jetzt, wo Uran ist. Ist jetzt gar nicht so schlecht, dass ich das jetzt hier gefunden habe, aber nicht das gefunden, was ich eigentlich wollte. Nämlich Quarz. Quarz. Entferne mich immer mehr von der Quelle. 700 Meter entfernt. Aber ich frage mich halt auch, wo ich hier rauskomme in der Höhle. Und ob wir hier noch was Interessantes entdecken. Das ist Arachnophobie-Modus, ja. Weil ich ein bisschen... Ich habe ein kleines Problem mit Katzen. Ja, ich habe ein Problem mit Katzen. Weil es einfach zu viele sind. Geh weg! Die spawnen einfach hinter mir und sind dann einfach da. Hilfe. Okay, ich muss mich erstmal verpissen kurz. Live recken. Vielleicht auch, dass ich ihre Moral breche, indem ich ein paar töte. Aber nö. Wir hatten alle nur noch einen Lifepoint. Also mit den Spinnen. Es gibt Clips auf dem Kanal, wo ich mich übelst erschreckt habe. Seitdem mache ich das mit den Katzen. Und ich finde es auch ein bisschen unterhaltsamer. Die Eulen Miezen. Finde die gar nicht so schlecht. Das Problem ist, dass irgendwie die Monster gar nicht so schnell gerendert werden, wie ich hier durchlaufe oder so, und dann hinter mir spawnen die auf einmal und dann wollen die mich attackieren. Okay, ja. Hier ist ja alles voll. Alles klar, Digi. Alles klar. Ja, und uranverseuchtes Gebiet hier. Ja, klar. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt hier am Rand der Verzweiflung bin. Will mich alles ärgern. Oh! Die Gravitation ärgert mich auch. Muss ich mir nur Gedanken machen, wie ich das Zeug in meine Produktion einbinde. Ich will nicht scannen. Egal. Okay, wir haben hier zwei Quellen. Eine ist normal und die andere ist auch normal, oder? Ja. Einmal normal. Normal, voll normal. Das ist für mich gerade das Coole an dem Spiel. Dass es wie Arbeit ist. Also das ist
Das ist schon alles Arbeit hier. Das ist doch geil. Ist doch, also ich würde am liebsten den ganzen, also ich würde mein Geld damit verdienen. Gerne. Ja, hier ist überall noch Baustelle so ein bisschen, ne? Es wird alles noch, kommt überall noch Beton hin und so. Bis jetzt ist das alles erstmal nur mit so Laufwegen, damit ich hier vernünftig von A nach B komme. Ich glaube da vorne, ne? Die Klippe, die müssen wir erreichen. Hey, dass der auch immer beim Tod den Baumodus wechselt. Geht mir auf den Sack. Jetzt nur nicht runterfallen? Ich hab das. Mir passiert es des Öfteren mal, dass ich auf noch blaue Foundations drauf trete. Wenn ich so mit Zug baue. Bin heute ein bisschen am Erkunden. Wir heute noch eine neue Produktionsstrecke mit Quarz aufbauen, damit ich endlich Fenster in meine Fabriken bauen darf. So. Platten haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Brauchen wir eigentlich nur Stangen. Ein paar Stangen wären nicht schlecht. Ja. Wir gehen jetzt mal den schnelleren. Nehmen jetzt mal den schnelleren Weg. So, guck mal, haben wir doch schon mal einiges an Weg gespart. Rechnen wir einfach mal mit 20. Heiß drauf. 20. Okay. 120 durch 20 sind 6, ne? 6 Teile haben wir jetzt hingestellt. Ich mache hier einfach einen Splitter dazwischen. Beschäftige mich off-stream nochmal mit dieser scheiß Seite, damit ich beim nächsten Mal weiß, was ich hier tue. Vielleicht frage ich auch nochmal den Harty. Der Harty, der ist da Experte drin. Ich habe mir diese Seite auch vorgeschlagen. Aber jetzt an der Stelle ist mir alles egal. Alles. So. Mit M. 1 plus 1. Gleich 2. Lol. Ja. Auch kein Rechner. Auch einen, der mir sagt, wie viele Anlagen ich bauen muss und wie viel ich am Ende rausbekomme. Und ob ich vielleicht so 3,6 Anlagen bauen muss, dann weiß ich ja, dass ich bei der vierten Anlage nur auf 60% stellen muss, brauche. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Ah, ich wüsste. So. Wasserextrakteur. Okay, da brauchen wir Rotoren noch. Müssen wir mal gucken. Können wir den noch hinbauen, wenn wir hier dann? Wir machen das am besten. Hier? Nee, das wird zu eng. Eins weiter. Okay. Mal schnell aus dem Lager Rotoren holen. Dann haben wir gleich das Wasser da oben. Und dann müssen wir noch den Strom anschließen an die Generatoren. Ja, es ist höchste Eisenbahn schon wieder. Höchste Eisenbahn. Und dann haben wir ein Drittel mehr Strom. Also 50% mehr Strom. So, meine Damen und Herren, jetzt laufen wieder 12 Anlagen laufen wieder. Hopp. Boah, dann kann ich mir auch gleich fürs nächste Mal ein paar Stelzen herstellen, diese Sprungstelzen. Geil.
Ach, davon brauchte ich nur 100. Ich habe 500 produziert, lol. Okay, sehr gut. Ab in den Lift damit. Stufe 5 und 6 freigeschaltet. Mach's gut. Schön. Sehr, sehr gut. So, meine Freunde, das war's auch schon wieder mit dieser Folge Satisfactory. Wir haben sehr viel gemacht. Wir haben die nächste Stufe vom Weltraumlift freigeschaltet. Wir haben ziemlich viel erforscht heute. Wir haben Katerium haben wir auch erforscht, dass wir das scannen können. Und wir haben Quarz gefunden und produzieren schon Quarzsand. Geil! Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wer das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao!